So, bei mir gibt es jetzt als Snack 5 zerdrückte Bananen mit Zimt drüber. Ist leider ein bisschen viel Zimt geworden, wie man gerade sieht. Hier noch die Schalen von Jesse und mir. Und Jesse macht sich jetzt einen Smoothie auch mit wie viel Bananen? 6. 6 Bananen und auch Zimt. Jetzt gibt es noch einen Bananentopping aus 7 Bananen und einmal den Weizengraspulver. Are you listening? Damn. So, jetzt sind wir wieder zu Hause aus dem Sauerland. Irgendwie ist mir relativ kalt geworden bei der Autofahrt, trotz Heizung. Vielleicht liegt das auch in den Bananen. Keine Ahnung. Die ganze Zeit nichts Warmes gegessen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, jetzt mache ich mir mal was Warmes. Auch wenn man es eigentlich wie ein Bananen-Island nicht machen sollte und versuchen sollte, wirklich die Bananen rot zu essen. Da werde ich mir jetzt in der Pfanne ein paar Bananen erhitzen und ein bisschen Zimt drüber tun. Ja, ist halt eine Ausnahme. Ich denke, das wäre jetzt auch nicht so schädlich, aber zur Verdauung sollte man gucken. Und allgemein zur Verwertung der Bananen, dass die wirklich nicht erhitzt sind und immer roh sind, weil nur dann enthalten sie wirklich die ganzen Nährstoffe und nichts wird zerstört. Man muss sich immer wirklich vor Augen führen, desto mehr man Nahrungsmittel verarbeitet und erhitzt, desto mehr Nährstoffe werden abgetötet oder entfallen halt, beziehungsweise sind später nicht mehr vorhanden. Und deswegen sollte man halt möglichst immer, vor allem ist bei Banana Island, die Bananen, gucken, dass man auch viele rohe Dinge isst, wenn man es schafft, sogar komplett roh vegan. Ja, deswegen eine Ausnahme jetzt mal auf Banana Island. Und dann habe ich heute, glaube ich dann jetzt, ich glaube 20 Bananen, wenn ich jetzt die 3 esse. Und ja, nachher folgen dann noch die restlichen, denke ich, im Smoothie. Und weiter geht's. Wenn ihr jetzt riechen könntet, wie das riecht, extrem lecker. Da beschlägt die Kamera. Ja, so sieht es dann jetzt aus. Das werde ich mir jetzt erstmal schmecken lassen. Ja. Ich denke mal, das Schwarze wird auf jeden Fall abgekratzt. Das sollte man ja nicht mitessen. Aber ansonsten. Ups. Ansonsten ist es wirklich lecker und gut geworden. Da kommt jetzt noch mal ein bisschen mehr Zimt drüber. So sieht man es auch mal richtig. Riecht wie Bananencreme. Wie Jesse gerade meint, das riecht wie Bananencreme. Riecht echt super. Ich denke, das wird es nach Banana Island öfters geben. Ich hoffe, dass das jetzt für die Banana Island Challenge das erste und letzte Mal war. Heute hatte ich auch das erste Mal so das Problem. Meine Mutter hat im Sauerland eine echt leckere thailändische Linsensuppe gemacht. Da hatte ich doch schon Probleme, wo ich die gerochen habe, stark zu bleiben, weil die war auch natürlich vegan. Aber gut, da bleibt man hart. Und ja, ich denke mal, nachher den Smoothie filme ich auch nochmal. Dann sehen wir uns gleich nochmal. Jetzt lasse ich es mir erstmal schmecken. So, kurzes Update. Das hat alles viel zu gut geschmeckt. Also landen nochmal schnell 5 Stücke in der Pfanne. Ich kann es echt nur empfehlen. Super lecker. So, jetzt gleich wird wieder gegessen.